Viele Schachspieler scheuen ungleiches Material. Egal ob Qualitätspuffer, Dame für mehrere Figuren oder vielleicht noch viel schiefere Konstellationen, die meisten Spieler versuchen das zu vermeiden und deswegen ist es auch schwer, ein Gefühl dafür zu entwickeln. Ihr solltet auf jeden Fall im Laufe eurer Schachlaufbahn gucken, dass ihr euch damit ein bisschen beschäftigt und deswegen habe ich heute ein kleines Beispiel dazu. Mal gucken, was euer Gefühl sagt, was denn hier tatsächlich los ist. Hallo ihr Lieben zu einem ungleichen Türchen heute. Wir sehen Dame gegen Turm und zwei Figuren in diesem Fall. Und das können Stellungen sein, die extrem spannend sind, die auch extrem taktisch sind. Da kann sehr, sehr viel passieren und das ist sehr spannend, zumal sich viele Spieler leider viel zu wenig darauf einlassen, weil sie es halt ja Probleme haben, es abschätzen zu können, was ist denn da los und oft auch ein, ja, sagen wir mal, nicht so gut ausgeprägtes Gespür haben für diese Stellung. Also natürlich gibt es so typische Materialverteilungen, die man halt immer kennt. Qualitätsopfer ganz normal, vielleicht eine Figur für ein paar Bauern oder so. Das ist ganz normal. Das kommt auch sehr, sehr häufig vor. Egal ob nun als provoziert, als Opfer tatsächlich oder als in Form eines Einstellers. Auch das kommt natürlich vor. Von daher, das ist nun nichts Seltenes, nichts Besonderes in dem Falle. Aber dass man hier bewusst das irgendwie herbeiführt, das ist natürlich dann schon wieder eine ganz, ganz andere Sache. Aber viele Spieler trauen sich das nicht, weil sie einfach nicht so das Gespür dafür haben. Und dann macht es einfach Sinn, sich solche Stellungen und solche Varianten einfach mal hier zu Gemüte zu führen. Ja, hier ist Weiß am Zuge und ist halt die spannende Frage, ob er hier irgendwas erreichen kann, wenn seine Figuren, wie gesagt, der Turm und zwei Figuren gegen Dame und zwei Bauern. Langfristig, ja, auch wäre das hier eine spannende Stellung, wäre die Frage, ob Schwarz irgendwie seine Bauern nutzen kann, vielleicht selber nutzen kann, dass der weiße König nicht so stark ist, nicht so gut verteidigt ist. Weiß würde vielleicht lieber irgendwie den König noch ein bisschen besser verteidigt sehen. Vielleicht wäre der Läufer noch ein guter Verteidiger hier, aber ja, wie die aktuelle Stellung erstmal ist, hat Schwarz zumindest die Drohung, Turm schlägt F3 und hier muss man sich irgendwie, ja, Gedanken drüber machen, was denn hier so wie in welchen Varianten passiert und ja, ist halt die spannende Frage, ob Weiß hier vielleicht selber irgendwas machen kann und hier die Chance nutzen kann, seine Figuren alle gegen den schwarzen König zu richten. Und das ist hier die spannende Frage. Stoppt mal am besten kurz und denkt mal darüber nach, welche Varianten ihr hier so findet. Versucht auch die Varianten wirklich mal zu Ende zu finden. Hier könnte es einige Varianten gehen, die vielleicht doch ein bisschen länger sind, mit noch so ein paar feinen Zügen, auch zur Verteidigung immer noch mal genau hingucken, ob ihr alles gesichtet habt. Schaut mal rein, ob hier irgendwie was geht oder nicht. Ja, und dann gucken wir uns hier tatsächlich mal die Auflösung des Ganzen an. Vielleicht erstmal die Frage, wo kommt diese Partie her? Das ist eine Blitzpartie von mir gewesen, hier auf Lichess gespielt. Und ja, mein Gegner hat hier in Wertungszahl einiges weniger und hatte hier, glaube ich, oder so schnell wie er zumindest gespielt hat, relativ wenig Bedenken, dass er hier Probleme kriegt. Hat von seinen 5 Minuten hier noch fast 3 Minuten auf der Uhr. Aber hier ist es tatsächlich schon vorbei. Weiß kann hier eine tödliche Kombination einleiten, beginnend mit Läufer E6 Schach. König muss natürlich in die Ecke. Und jetzt der kleine feine Zug. Turm F5. Welche Idee hat Turm F5? Turm F5 möchte hier einfach ganz, ganz wichtiges Tempo gewinnen. Der Turm auf F8 kann nicht verteidigt werden. Der Turm darf hier gar nicht schlagen auf F5, weil dann würde einfach Turm C8 kommen und das Ganze endet hier matt. Und deswegen gewinnt dieser Zug Turm F5 hier einfach ganz, ganz wichtige Zeit. Schwarz muss den Turm wegziehen, kann ihn halt nicht irgendwie decken, hat keine Chance, nichts weiter. Also Turm E8 hier die logische Option. Der Turm könnte auch weiter weggehen, aber das wird in den folgenden Varianten das Ganze nur noch mehr verschlimmern. Und jetzt ist der weiße Trick hier einfach Springer G5. Und jetzt sehen wir, warum diese Idee Turm F5 so wichtig war. Jetzt ist die Dame hier noch angegriffen. Die weißen Figuren spielen hier super zusammen. Die Türme decken sich. Der Springer deckt den Läufer. Der Turm greift hier die Dame an. Die ganzen Felder auf der Diagonale hier für irgendwelche Schachs, die sind alle von den Türmen. Super im Blick, also das hier nicht, aber hier kommt man halt im Moment nicht ran. Aber ansonsten ist das hier alles gut unter Kontrolle. Und jetzt droht halt hier Springer F7 und ja, jetzt ist es schwer, sich hier für Schwarz überhaupt irgendwie noch zu verteidigen. In der Partie kam Dame D2, das macht die Sache ziemlich einfach. Danach geht einfach
Springer F7 Schach und auf König G8 folgte hier noch Springer D6 Schach und die Sache ist rum. Wenn der König in die Ecke geht, kann ich ja einfach den Turm schlagen im Zweifelsfall und ja, dass das natürlich jetzt viel zu viel Material ist und was hier gleich baden geht, das ist natürlich keine Verwunderung. In der Partie geschah hier noch Turm schlägt E6, aber danach folgt wieder Turm C8 mit Grundreihenmatt und die Partie war beendet. Ein bisschen spannender ist hier noch die Variante Dame E3, auch wenn sie am Ende des Tages hier keine Rettung verspricht für Schwarz, denn hier hat Weiß einfach den kleinen feinen Zwischenzug Turm E5. Ganz wichtig, dieser Turm, nicht der andere Turm, denn dann hätte Schwarz hier einen Schach. Ja, und hier hat Schwarz einfach keine vernünftige Möglichkeit mehr, sich zu retten. Wenn die Dame einfach zieht, dann folgt wieder diese Springer-Orgie hier. Dann kommt hier wieder Schach. Schach. Und dann ist hier wieder der Turm weg. Das Opfer hier führt zwar diesmal nicht zum Matt, bringt aber trotzdem nichts, weil die Figuren hier alle gedeckt sind. An den Turm kommt man nicht ran und hier ist alles gedeckt und hier gewinnt Weiß auch im Folgenden. Von daher klappt das hier nicht. Und ja, Dame E3 hätte zumindest nochmal eine Genauigkeit hier in den Zügen erfolgt, denn das jetzt hier ist jetzt nicht so effektiv, weil jetzt kann man hier mit der Dame zumindest schlagen und ja gut. Wie der Ausgang hier ist, ist zwar ungewiss, aber das wäre immer nochmal was, wo man hier irgendwie hätte weiterspielen können, hätte noch versuchen können, was zu machen und hier hätte Weiß immer nochmal den genauen Zugturm E5 nochmal finden müssen und laut Computer ist das Beste jetzt hier sogar die Dame zu geben, aber auch das ist natürlich absolut hoffnungslos. Ja, ich hoffe, ihr habt die Möglichkeit gesehen, dass Weiß hier zum Erfolg kommen kann mittels Läufer E6 und Turm E5. Und ja, habt auch ein bisschen was dazu gelernt über diese Art von Stellung, wie schnell es dann gehen kann, wenn diese Figuren sich plötzlich alle auf den König stürzen und in diesem Fall natürlich wunderbar koordiniert waren.